Juhu und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Moon. Oh yeah! Ich hoffe, wir gehen endlich shoppen. Ich brauche shoppen in meinem Leben, okay? Ne, wir waren doch hier schon. Kommt mir super bekannt vor. Aber was ich auch jetzt erst super spät natürlich mal wieder erfahren habe, man kann über Geheimgeschehen, übers Internet, ein Mumfaxe empfangen. Ich finde es voll geil. Ich habe das jetzt über Geheimgeschehen quasi schon runtergeladen. Also, ihr braucht nur einen Access Point. Dafür ist halt die Standardsache mit WLAN und bla und Gedöns. Ist eigentlich ganz easy. Dann könnt ihr euch das selber auch auf euer Spiel runterladen. Das findet ihr dann im Hauptmenü unter Geheimgeschehen und dann ist das quasi da. Suchst du dir deine Kleidung eigentlich selbst aus? Ja, klar. Ich brauche meine Mutter. Ich trage immer nur die Kleidung, die meine Mutter ausgibt. Oh Mann. Deswegen weiß ich gar nicht, was dir steht. Girl, dir steht das, was du anhast, super slayisch. Schau mal, was ich in der Boutique gekriegt habe. Voll geil. Allem ein Schellnach war ich der 99.999. Kunde der Boutique. Also, wenn ich jetzt reingehe, kriege ich bestimmt noch fetzig geilere Sachen, weil ich dann der 100.000. Kunde bin. Hoffe ich doch. Oh, warte mal, was bitte? Die gibt mir einfach Zeug. Geil. Linsen. Was? Helke, habe ich jetzt so. Ach so, ah, da kann ich Sachen verstauen. Geil, dann kann ich auch Brillen tragen. Geil, jetzt haben wir etwas gemeinsam. Ist das wirklich ein Love Interest? Ich glaube da nicht dran, aber. Ich glaube da nicht ernsthaft dran, weil die ja, weil Nintendo bei Tomodachi Life zum Beispiel auch so voll Probleme hatten. So, nee, gleichgeschlechtliche Beziehungen bringen wir nicht rein. Machen wir nicht. Und so, deswegen glaube ich das eher nicht. Aber ich fände es schon ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Wäre nice. Wäre es nicht toll, wenn man seine Kleidung auf Pokémon abstimmt? Oh mein Gott, creepy. Nein, ich ziehe meine Pokémon doch nicht mit irgendeiner Scheiße an. Ich will das kaufen. Ja, genau. Ich gehe zur Verkäuferin und sage, ich bin wunschlos glücklich. Die denkt sich auch so, ja, was ist denn hier? Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich anhabe. Also ursprünglich. Ich glaube, dieses, was so geknotet ist, ne? Das fand ich gerade ganz schön. Da ist nämlich so eine cute Tasche dran. Nur das Blöde ist, dass mein Taschenriemen genau über die andere Tasche geht. Ne, Tanktop ist mir echt zu, Fitness. Zu Bodybuilder, Muscle-like. Naja, das ist super. Kann ich die Tasche nicht ausblenden? Das sieht echt scheiße. Nein, was ist das alles? Hör mal, wo bleibt der Style, Mann? Das ist doch alles voll Trash. Ach, warte, bin ich wieder am Anfang? Ja. Was, bitte? Ich kann nicht mehr sprechen, weil mich das super abfuckt, dass es so wenig Auswahl gibt. Wechselt das jeden Tag oder wie ist das? Shorts gehen ja nur, aber ich würde gern schon eine längere Hose haben. Boah, warum sind die so teuer? Und das sind immer noch Shorts. Was soll die Scheiße? Ich hab da schon Freizeitshorts. Nee, das ist mir echt zu unnötig, wo ich selber schon Freizeitshorts an habe. Oh Mann, warum ist das so enttäuschend? Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte. Das Mumfaxo muss man dann quasi im Pokémon Center abholen und das machen wir gleich auch. Ich freue mich mega darauf, weil ich in meinem Pokémon-Spiel nie ein Mumfaxo hatte. Das war so traurig. Ich weiß nämlich noch damals in Diamant und Perl, da habe ich jeden Baum morgens vor der Schule bestrichen mit Honig, damit da irgendwann ein Mumfaxo auftaucht. Und was war? Niemals ein fucking Mumfaxo. Es hat 1000 Jahre gedauert. Das war so scheiße. Warum ist das alles so hässlich? Und es gibt nicht mal Brillen. Oh mein Gott, ich hasse diesen Laden. Erstmal haten und nie mehr wiederkommen. Erstmal als Social Media fertig machen, damit da niemand mehr hingeht. Hä? Ja, mein Gott, ey, Kontaktlinsen. Was bringen wir fucking Kontaktlinsen? Hä? Man konnte doch am Anfang, glaube ich, sogar seine Augenfarbe auswählen, oder nicht? Das ist ja super sinnlos. Ähnliche Farben. Ew, nein. Bist du blöde? Ich ziehe doch nicht grün auf grün an oder so. Da muss echt Kontrast drin sein, der hat recht. Keine Ahnung. Geschenke. Gib mir alles. Geil, Dankeschön. Du gibst mir wenigstens keine Gammelscheiße. Nein, das sind ja. Das ist ja nur ein Pokémon. Ich dachte, ich könnte das anziehen. Kann ich nicht. Friseur. Warte, ist das Friseur? Ja, Slay. I love it. Gib mir Friseur. Alola. Hi. Gib mir einen Termin. Ah, oh, wir gehen ganz auf den Weg. Alles. Alles. Voll geil. Ja, bitte. Yo. Gib mir alles. Ist kostenlos. Ich will beides. Gib mir alles gleichzeitig. Oh Gott, wie teuer wird das? Ich sehe gerade. Ah, doch, okay, super. Ich habe gerade nicht gesehen, wie viel Geld ich hatte, weil genau die FPS-Anzeige drauf war. Voll gut. Aber ist mir scheißegal, ich will einfach alles. Was? Seit 50 Stunden, 20 Minuten knabber ich nur mehr Grünzeug. Hä? Was bitte? Salati. Oh, scheiße, kann ich nicht sehen, wie das aussieht? Oh, nein, mein ganzes Leben ist sehr schön. Ich finde Bob ja sehr schön. Kurz ist Definitionssache. Gewellt ist halt auch hübsch, ne? Mittelkurz. Eine Frage ist, was ist Mittelkurz? Was ist Bob? Ich finde Bob eigentlich ganz viel. Aber trage ich nicht gerade schon Bob eigentlich?
Komm, wir machen mal mittelkurz gewählt. Gewählt sieht bestimmt ganz nice aus. Ich hoffe es. Oh mein Gott, weiß ich doch nicht. Kurzer Pony. I guess. Weiß ich doch nicht. Mein Gott, lass mich doch einfach sehen. Oh, kann ich super geile Farben nehmen? Na, das sind ja nur langweilige Farben. Nee, Platinblond. Dang. Hallo, das sind aber echt nur langweilige Farben. Was ist das denn? Die haben ja fast keine Auswahl. Ich hätte gern so blau oder rot oder sowas. Keine Ahnung. Da gibt mir halt Platinblond. Ich will super fetzige Scheiße haben. Schnipp, 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 wasch, wasch. Oh mein Gott, dang. Nein, die Augenbrauen. Nein, das geht gar nicht. Warum hat die die scheiß Augenbrauen mitgefärbt? Ich sterbe innerlich. Ah, die Augenbrauen müssen immer ein paar Töne dunkler sein als die Haare. Hat die nichts gelernt in ihrer Friseurausbildung? Das tiltet mich jetzt aber echt hart. Hab ich ja sogar mehr Ahnung davon und das heißt ja schon was. Aber ich habe echt nicht viel Ahnung von so einem Kram, da ich mich echt kaum damit beschäftige und selber bis vor ein paar Jahren gar nichts mit meinen Haaren gemacht habe. Da bin ich vielleicht einmal im Jahr zum Friseur gegangen, zum Spitzenschneiden. Und ich habe die einfach nur lang an mir runterwachsen lassen, ja? Aber das weiß ich. Mir hatte auch einer geschrieben, dass es nicht so gut findet, dass ich nicht mit so vielen Leuten rede und keine... Oh, die machen immer so... Ah, voll cute. Und nicht so viele Nebenquests mache und so... Warte, das ist er, oder? Gib mir mal Faxo! Mal Faxo? Nein, heilbar. Brauche ich nicht. auf jeden Fall meinte er, ja, ich fände es besser, wenn du irgendwie mehr Quests machen würdest und so. Ich habe natürlich mal wieder noch nicht auf das Kommentar geantwortet, weil ich immer 1000 Jahre brauche, um damit hinterherzukommen. Tut mir sehr leid, ich bin in letzter Zeit, ich habe letztens nochmal geballt alle Kommentare beantwortet. Und da waren da teilweise Kommentare von vor 3 Wochen, die ich noch nicht beantwortet hatte. Das ist auch schrecklich. Tut mir echt leid. Ich komme momentan nicht so sehr dazu. Aber ich lese es auf jeden Fall. Also, dass ihr Bescheid wisst und so. Driftlon. Ich will auch ein Driftlon. Ja, belohn mich und gib mir das Driftlon einfach. Oh yeah, dann erhöht sich der Schaden. Geil. Oh, das wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. Yes. Vor allem voll lustig, das war so richtig memehaft, weil der hat so geschrieben, ich habe ein Geschenk für dich. Ja, und ansonsten steht ja überall normal ein, ne? Aber das ist ja momentan irgendwie so ein Internet-Gag-Meme-Ding, wo alle irgendwie die Zahlen dann immer ausschreiben, so, ich habe ein Gummiball und das schreiben die 1 als Ziffer oder so. Warum auch immer. Oh mein Gott, das habe ich mir mein Leben lang gewünscht. Nee, ohne Witz, ich wollte schon immer einen Manfax so haben. Das erfüllt mir jetzt einfach mal einen kleinen Traum. Ich habe das so gerade über den Discord-Server von mir erfahren. Hat einer geschrieben und so, ja, kannst du das gerade über Geheimgeschehen holen? Weißt du, ich mache das ja eigentlich nicht. Nein, das ist männlich. Auch sonst hätte ich es Nissi genannt, weil ich einfach so glücklich bin, dass ich endlich einen Manfax so habe. Leben zerstört. Okay, dann nenne ich es... Lisa. Auch gut, so. Ich bin nämlich sehr froh, das zu haben. Ich bin einfach nur glücklich, okay? Ich will auch sehr gerne damit kämpfen, wenn ich gecheckt habe, wie ich damit kämpfen soll. Schaffe ich bestimmt irgendwann noch. Ich hatte auf jeden Fall super Bock drauf, weil man richtig geile Sachen mit dem Relaxo machen kann. Weil das dann so richtig fette Verteidigung pushen kann und alles. Ja, Slay. Hätte ich voll Bock drauf. Boah, geil. Sorry, ich freue mich gerade richtig drüber. Ist einfach nur super. Auf jeden Fall zu den Quests nochmal. Deswegen, klar, kein Problem, wenn ihr mir irgendwelche Rückmeldungen sagt, was euch beim Let's Play gut gefallen würde, was ihr euch so wünscht, dann sagt einfach an und so. Also ich will jetzt nicht jede Nebenquest machen, aber ich kann nachvollziehen, wenn Leute vielleicht ein bisschen... Ah, okay, interessant. Das muss ich mir merken, dass der Typ hier ist. Also, wenn ihr irgendwie was gerne sehen wollen würdet und so, dann sagt es. Weil, wie gesagt, ich will nicht jede einzelne Nebenquest machen, aber ich kann es nachvollziehen, wenn man ein bisschen mehr Einblick in das Spiel kriegen will, als einfach nur, ja, yeah, ich rush da durch. Ich meine, das mache ich bei sehr viel Spiel. Ist ja eigentlich schon so meine Art, aber ich habe auch kein Problem, da einfach mal ein bisschen mehr einzutauchen und selbst mehr in die Atmosphäre zu kommen, weil ich ja Pokémon auch selber ewig lang nicht mehr gespielt habe. Deswegen... kommt das mir eigentlich ganz gelegen, sich auch mal ein bisschen mehr umzugucken. Normalerweise mache ich das immer offscreen, weil ich mir denke, boah, das ist super unnötig im Let's Play, da ziehe ich das ja unnötig in die Länge. Das ist immer so meine Intention, wo ich mir denke, muss nicht sein. Aber eigentlich, Team Skull. Oh mein Gott, die wurden zum ersten Mal erwähnt im 6. Part. Wie ewig lange hat das denn gedauert? Oder kommen die sonst noch später? Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall bin ich da sehr offen für Vorschläge, wenn ihr da einfach verschiedene Sachen habt, die ihr ganz gern machen würdet. Oh mein Gott, ich bin schockiert. Ja, laber doch nicht. Jetzt kann ich die Karte nicht mehr sehen. Mein Gott, hör auf zu labern, ich brauch dich nicht.
Soll ich da jetzt schon hingehen? Haha, ich weiß nicht, ja, komm schon. Wir werden nie mit dem Abfuck-Soweit. Was ist das denn? Oh, das sind Verenas. Hilfe. Ich kann einfach rein. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie. Nee, es gibt ja keine Arenen mehr. Aber keine Ahnung, irgendwas Wichtiges, wo die dann sagen: Nee, du kommst hier noch nicht rein, wie das sonst auch immer ist. Die Bären. Oh mein Gott, dann hättet ihr auch gleich geschlossen bleiben können. Ich brauche euch nicht. War das gerade ein Pokémon auf dem Boden? Das sah einfach aus wie eine Kakerlake. Nur, hi. Bei uns wächst selbst eine Statue ist krass. Oh mein Gott. Das könnte das Zusammenleben versuchen. Der hat gerade irgendwas gesagt von Farbige. Kriegt man die hier? Es wäre natürlich eigentlich ganz cool, so ein bisschen Farbigel zu fangen. Ich weiß gerade nicht, ob die auch diese Gestaltenwanderfähigkeiten haben oder ob die einfach nur. Oh, super leckeres. Geil. So, dein Team erfolgreich sein, dann kauft Malasas. Zungenbrecher. Okay. Irgendwas, was man dem Pokémon geben kann, dann wahrscheinlich. Mal schauen. Weil das Ditto konnte ja diese Gestaltenwanderung. Ich bin nicht sicher, ob das Farbige das dann irgendwie anders gemacht hat. Also ob das bei Farbige nicht war, dass es einfach nur Attacken kopiert, da war ich mir jetzt gerade unsicher. Könnt ihr mir mal in die Kommis schreiben, wenn ihr es noch wisst. Minipilz. Was ist das denn? Krieg ich da Ausschlag von oder was? Ich will gucken, was hier Pokémon sind. Aber bis jetzt muss ich sagen. Gefällt mir das mega gut. Es ist so abwechslungsreich. Weil ich finde, am Anfang, wenn du so gerade Pokémon so die ersten paar Stunden spielst, dann sind nur so 1000 Trash-Pokémon überall. Dann hast du irgendwie so Taubsi. Fuck. Toll, ich rede gerade darüber. Yeah, voll geil. Da hast du immer nur so Taubsi, Bidiza, so alles nur so richtig langweilige Normal-Pokémon die meiste Zeit über. Frisch gestrichen, null. Auf jeden Fall denke ich mir immer so, was soll ich denn mit diesem ganzen Scheiß? Dann rennt man da durch und ist einfach nur abgefuckt und denke so, boah, dann flüchte ich halt oder besiegt das Viech mal eben. Das ist immer so super nervig. Deswegen finde ich das eigentlich richtig cool, dass hier so eine Abwechslung ist, dass so ganz viele verschiedene Typen schon am Anfang kommen, damit man sich sein Team schon so richtig fancy zusammenstellen kann und so. Das finde ich sehr cool gemacht. Ich hoffe, das stirbt jetzt nicht instant, wenn ich das angreife. Hä, geht das schon wieder weg oder was? Was ist das? Ich glaube, da gibt es aber auch Items, die man den Pokémon geben kann, damit die nicht flüchten können. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Das müsste ich jetzt erstmal googeln. Ich habe jetzt aber keinen Bock drauf, 10.000 Mal das erscheinen zu lassen, nur damit es direkt wieder weggeht. Das ist mir echt zu doof. Es gibt ja auch Flottbälle, aber die Wahrscheinlichkeit wäre sehr gering, denke ich mal, dass es ungeschwächt sofort gefangen wird. Knappo! Nee, warte, heißt das so? Ach, weiß ich doch nicht. Bevor ich mir Pokémon die Malasadas. Boah, ich kann es nicht aussprechen. Kastli, es waren sie frisch gebacken. Jetzt sind sie frisch verfuttert. Nice. Wenn ich mit meinen Freunden ausgehe, wird mir über Beziehungsprobleme geredet. Deswegen bin ich viel mehr allein unterwegs. Sie will lieber die ganzen Dinger da aufessen. Girl, I feel you. Das ist auch momentan so in meinem Studiengang. Alle so, ja, ich hab einen Freund. Und die reden alle immer drüber. Und ich so, ja, brauche ich nicht. Oh Gott, Hilfe. Warte, nee. Mit Zucker werde ich nicht. Ich nehme nur das mit Honig. Maxi. Jo, Maxi ist geil. Solange gar kein Zucker drin ist. Also. Oh mein Gott. Der Maxi Malasada ist so groß, dass du ihn dir mit deinem Pokémon teilst. Oh, das ist ja voll cute. Gib her. Kann ich mich jetzt hier reinsetzen? Das Medizintasche? Okay. Also, wenn man da jetzt. Zeig mal her. Wo ist es denn? Ah, hier. Okay. Oh mein Gott, die alle Statusprobleme. Das sieht voll geil aus, wie so eine Kalzone. Dang, gib mir mehr davon. Finde ich geil. Keine Ahnung, was es bringt, aber ich habe was Cooles gekauft. Muss ich jetzt mit dem labern? Vielleicht gehe ich das nächste Mal zum Hafen und brülle alles ins Meer hinaus. Oh, bin ich fertig besiegt. Was zur Hölle? Okay. Der hat echt voll den Geltungsdrang. Oh, what? Das ist cool. Ich finde es super nice, dass die hier einfach alle so rumstehen, diese Pokémon. Das ist voll nice. Ich liebe das. Oh, cool. Also die helfen quasi so in einem Stadtbau mit. Das ist sehr cool. Diese Meta-Information so von wegen, ah, wir leben friedlich mit den Pokémon zusammen und wir bauen gemeinsam mit ihnen die Stadt auf. Das ist voll cute. Finde ich super. Ganz ehrlich, ich finde das Spiel jetzt schon super geil und ich hätte es voll nicht erwartet. Ich dachte mir so, jo, neue Pokémon-Generation ist ja ganz nett, aber ich habe jetzt nicht gedacht so, wow, das flecht mich wirklich. Ich habe dann richtig viel Bock drauf, das zu spielen. Ich dachte mir so, oh, es ist halt ein neues Pokémon-Spiel, ist ganz nett, aber ich dachte nicht, dass ich so geflasht davon sein würde. Und mir gefällt es bis jetzt echt super, super gut. Natürlich auch, teilweise, weil ich das mein Fax so gerade gekriegt habe und das super geil ist. Ich liebe es einfach, es ist total super. Geh weg, ich brauche dich nicht in meinem Leben.
Ciao. Ich hasse das, wenn ich keine sehr effektive Attacke gegen andere Viecher habe. Das ist immer so anstrengend. So, muss ich mich ja anstrengen und überlegen, was ich einsetze oder tausendmal auf die anderen Viecher eindreschen. Das ist einfach nur anstrengend und. Oh mein Gott, speziell Farbe. Boah, ja, raste noch mehr aus dieser Musik. Die übertreibt mir echt mal. Vor allem immer dieser Kontrast zu der super chilligen Mucke und dann so. Yo, dann würde ich einfach sagen, wir beenden hier erstmal den Part. Und dann würde ich sagen, wir gehen im nächsten Part auf Konfrontationskurs mit Team Skull, weil die sind ja hier so die Straße entlang, glaube ich. Ja, ich sehe es schon unten blinken. Okay, ich bin gespannt. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye, Shaka Bras.